Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Degrees of Separation. Oben steht Amber, unten steht Rhyme, und wir müssen da drüben zu dem Schal hin. Die Frage ist, wie? Wenn er... So geht dieser Aufzug nach oben. Und der drüben beim Schal, da ist nämlich auch so ein Balken, der bewegt sich auch. Muss sie überhaupt oben sein? Stimmt das überhaupt? Bin mir da gar nicht so ganz sicher. Eventuell... Moment mal, vielleicht, wenn ich jetzt mit ihr hier rüber laufe. Passt sie da durch? Okay. Und dann hier hochspringe. So ist sie zu klein. Aber wenn ich jetzt wieder auf Rhyme wechsle und dafür sorge, dass hier das wieder nach oben fällt. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Und direkt daneben müsste uns jetzt aber nochmal ein Schal fehlen. Das war gut. Okay. Das war relativ einfach. Ich hatte es... Kommt bestimmt gleich wieder was Schwieriges. Ich ahne es. Einfach weil der Schal eben so vergleichsweise unkompliziert war. Okay, wie kriegen wir das denn hin? Wir haben hier... Okay, hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen hier erstmal einen Weg rüber schaffen. Der aber... Ja. Wie machen wir das denn jetzt? Das Problem ist, dass da oben dieser Stein ist. Das heißt, Moment mal, so vielleicht. Nein, nein, nein. Wie kriege ich einen... Ich muss einen von den Beinen auf die rechte Seite von diesem Balken bringen. Denn ihr seht ja, der ist mit den Seilen verbunden. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, mit den Seilen können wir diesen dieses Ding nach oben ziehen. Und dann können wir vielleicht eine Schräge erstellen, die zum Schal führt. Denn die schaffen wir hier sicher nicht. Nein, das kriegen wir definitiv nicht hin. Die Frage ist, wie ich das hier hinbekomme. Ist das... Mal so vielleicht? Ja, das geht ja auch nicht. Oh, da habe ich geweckt. Ich wollte gerade gar nicht wechseln. Ich habe überlegt, ob es vielleicht geht. Wir fallen ja, in Anführungszeichen, fallen ja ein Stückchen. Und die Frage war jetzt... Okay, das funktioniert. Gut. Das wollte ich eben gerade ausprobieren. Tension hung in the air. Yet in the hollows of the cavern, the crossing roots were a bridge of their own, not an obstacle. Okay, ich aktiviere ganz kurz den hier. Okay, der geht also nicht wieder runter. Egal, was ich hier mache. Kann ich mit dem zweiten... Ah, aber ich kann ihn wieder runter... Verstehe. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es funktionieren wird. Ich glaube, ich weiß, wie. Ich habe so eine Ahnung. Okay, Moment, ganz kurz, ganz kurz. Ich muss einen da oben hinstellen und dann kann ich hier ja eine gerade Verbindung schaffen. Aber wie kriegen wir jetzt da einen davon hoch? So vielleicht? Nee, das wird nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt einfach hier denn ein bisschen... Ah, das Problem ist... Nein, er soll schon hier dranbleiben. Ich müsste jetzt einen zu diesem... auf dieses Ding hochbekommen, glaube ich. Und wenn sie dann praktisch übereinander stehen, dann bildet sich ja eine Linie. Und damit könnte ich sie, glaube ich. Aber wie mache ich das? Ich könnte mir vorstellen, dass ich zuerst... das hier runter. Dass ich zuerst
Ganz kurz, ich muss mit dir einmal zurückreisen. Das ist nicht weit und ich glaube, das hat einen guten Grund. Ich glaube, ich muss einen von den beiden da hochstellen. Oh, warte mal, vielleicht geht's ja jetzt schon. Das könnte eventuell auch schon reichen. Reicht es schon? Ja, da kommt sie durch. Ah, nein, es ist nicht. Der Winkel stimmt noch nicht ganz. Na, kommen wir da wieder hoch? Okay. Der Winkel stimmt noch nicht ganz. Eventuell geht es so. Kommt sie hier rüber? Nein, da kommt sie jetzt nicht rüber. Ach, das ist doch so ein... Nein! Okay, doch, sie kommt rüber. Sehr schön. Und jetzt passt sie hier immer noch nicht durch. Ah, Mann. Aber ich glaube, dass wir es so vielleicht... Ich glaube aber, dass es tatsächlich so sein könnte. Wenn sie hier drüber kommt... Kommst du hier drüber? Komm, spring! Amber, du schaffst das! Sie schafft das nicht. Nein! Nein! Ach, Mann, oh. Okay, ich krieg das hin. Ich krieg das noch hin. Der Winkel muss stimmen. Sie muss hier gerade so vermutlich noch rüberkommen. Okay, das reicht. Das geht auch nicht. Ich sollte mal aufpassen, wo ich mich immer hinstelle mit ihr. Das ist zu hoch. Das. Jetzt steht sie ziemlich genau in der. Okay, jetzt passt sie hier drüber. Die Frage ist, ob sie auf der anderen Seite noch drunter... Okay, sie passt auf der anderen Seite gerade nicht drunter durch. Warte mal, und wenn ich hier eventuell mich ein bisschen... Jetzt kommt sie hier gar nicht mehr hoch, oder? Das war ein Fehler. Das war doof. Das war ein doofer Fehler, den ich gemacht habe. Okay, wir kriegen es aber nochmal hin. Wir kriegen das nochmal hin. Wir müssen bei ihr bleiben. Sie darf hier wieder runterspringen. Und nochmal zurück, bitte. Wir knobeln, kniffeln und rätseln uns hier schon durch. So. Und er jetzt möglichst nah hier dran. Oder vielleicht... Ich könnte das auch mit ihm versuchen. Dann ist es, glaube ich, nicht so ganz... So, vielleicht... Nee, da passt sie wieder nicht unten durch. Da passt sie nicht unten durch. Und hier passt sie nicht oben drüber. Das wäre ein Versuch wert. Nein, es geht einfach nicht. Oh doch, doch, jetzt ging's. Okay, diesmal müsste sie theoretisch... Duck dich doch! Duck dich doch einfach ein Stück! Ach, Mann, Frau. Ah, Mann. Okay. So, wir probieren das einfach. Millimeterweise. Irgendwann muss es ja funktionieren. Das kann nicht wahr sein. Okay, das war noch kein ganzer Millimeter. Das war einfach nur ein halber. Und das ist viel zu weit. Passt sie da jetzt durch? Ich kann es immer so schlecht... Anlauf und rüber. Komm schon. Jetzt komm schon. Es passt nicht. Irgendwas mache ich noch falsch. Vermutlich hat es doch was mit den Dingern auf der anderen Seite zu tun. So müsste sie theoretisch... Oh Gott, nein. Mist. So, ich wollte gerade sagen, so müsste sie theoretisch wieder... Ist egal, wir können auch mit Rhyme hier hoch. Im Endeffekt ist das wirklich vollkommen egal. Warte mal, vielleicht ist ja Rhyme besser im Springen als sie. Ich habe da zwar nie einen Unterschied zwischen den beiden gemerkt, aber wer weiß. Man probieren geht über studieren und dann kommt er auch nicht drüber. Oder? Kommt er hier drüber? Nein, er kommt nicht rüber. Okay. Ich denke, eventuell könnte das Rätsellösung sein. Kommt er hier wieder hoch? Ich hoffe es. Wenn er sich jetzt hier kurz ranhängt. Oh nein, das war falsch. Mist. Ja, gut. Okay, zurück mit dir.
Wisst ihr, dass es hier vielleicht nicht ganz unten sein darf? Dann müsste es einfacher sein, glaube ich. Jetzt habe ich mich tatsächlich natürlich wieder verklickt und dann ist wieder gar nichts funktioniert. So. Hoch mit dir, mein Freund. Und ich würde dir einfach gerne eine möglichst... Dass er wieder nach oben kommt, wisst ihr? Das... So. Kommt er hier denn wieder hoch? Ja, er kommt hier wieder hoch. Sehr gut. Dann probieren wir das doch mal. Kannst du dich hier dranhängen, bitte? Jetzt kommt er hier nicht mehr hoch, oder? Naja, weil es zu hoch ist. Au, natürlich! Ich bin... Nein, passt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch Amber, aber das geht ja auch nicht. Aber vielleicht geht es doch. Nämlich, wenn ich ihn hier dran... Und dann kann ich sie einfach auf diese Seite schicken. Und dann kann sie hier zum Beispiel, das geht ja, den Baumstamm wieder runterlassen, damit er hier wieder hochpasst. Da passt er nicht durch. Warte mal. Nein. Da passt er immer noch nicht durch. Eventuell passt er jetzt durch. Eventuell. So, jetzt muss ich... Nein, 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 um Gottes Willen. Oh, beinahe, aber sowas von falsch gemacht. Jetzt kriege ich ihn nur nicht mehr. Jetzt kriege ich... Nein. Ach, Manno. Okay, das war ganz, ganz falsch. Das Ding muss tatsächlich... Einmal hoch, damit sie hier rüberkommt. Ja. Und jetzt muss er das wieder irgendwie runterkriegen. Es geht nicht. Das. Okay. Ich glaube, es hat einfach was. Nein, ich glaube, es hat einfach was mit dem Winkel zu tun und den habe ich noch nicht gefunden. Wie ärgerlich, wie ärgerlich. Ganz ehrlich, ich würde hier ganz kurz schneiden. Ich würde einfach unterbrechen, bis wir den richtigen Winkel haben. Wenn das okay ist. Ich hoffe, das ist okay. Aber das dauert jetzt ja schon wieder total ewig. Und ich habe vergessen, das Ding wieder runterzuziehen. So. Nein, schon unten lassen. So. Jetzt sie wieder zurück. Ich denke, ich habe einfach noch den richtigen Winkel nicht gefunden. Und deswegen ist es bisher schief gegangen. Also ich glaube einfach, ich muss die beiden wirklich so hinstellen, dass es gerade so irgendwie geht. Und bisher hat es halt einfach noch nicht hingehauen. Ich denke das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Aber ich würde ganz kurz unterbrechen, denn wie lange probieren wir hier an der Stelle schon rum? Viel zu lange auf jeden Fall. Ich melde mich zurück, wenn ich die Lösung erahne zumindest. Gut. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's eben schon mal gedacht und dann habe ich hier an der Stelle einen Fehler gemacht, weil ich mich mal wieder verklickt habe. Deswegen ist es nicht mit drin. Und ich habe uns das mal erspart, wie die beiden hier wieder an die richtige Stelle springen und wie ich das wieder in die Position tausche. Das haben wir ja schon mal gesehen. Ich glaube, er muss jetzt hier das Ding hochziehen. Und jetzt hoffe ich sehr, dass ich das richtig mache. Wenn er jetzt hier theoretisch den Winkel so stellt und dann ihren Balken wieder nach unten zieht, dann müsste doch sie eigentlich hier rüber. Die passt nicht durch. Okay, aber ich glaube vom Prinzip her stimmt es so. Hoffe ich. So, das muss wieder nach oben. Und jetzt müssen wir hier... Vielleicht ist es auch... vielleicht ist es auch eher eben. Das könnte auch sein. Wir probieren das einfach. Es ist immer noch eine Frage vom richtigen Winkel. Vom richtigen... Aber ich glaube, so könnte es... Ich glaube, wir sind... Ja! Yay! Wir haben es! Oh, ich bin so froh.
Hat jetzt auch echt lang gedauert, muss man leider sagen. Weiter geht's. Ich hab's ja gewusst, wenn ein Schal einfach ist, kommt als nächstes ein schwieriger. Was haben wir denn hier? Okay, was machen... Okay, und was macht das hier? Ah, okay. Okay, verstehe. Verstehe. Dann darf das hier jetzt... Ich würde mal sagen, sie darf sich dann hier draufstellen. Und er könnte einmal das hier machen. Nee. Lassen wir das mal so. Eventuell, wenn... machen wir das. Wie machen wir das? Geht's da drüben noch irgendwie... Ja, da geht's theoretisch weiter. Wo geht's denn hier? Moment. Schreine finde ich immer gut. Wegeschreine sind immer super. Was haben wir da? Okay. Ich konzentriere mich erstmal auf den unteren Schal, der hier noch fehlt. Es wäre gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden, oder? Wenn er sich hier vorne hinhängt, dann geht dieser Balken wieder nach unten. Das Problem ist, die Dinger gehen auch wieder nach oben, sobald wir loslassen. Und so kriege ich sie wieder... Aber eben auch nur, solange er sich daran festhält. Kann ich mit ihr mich hier draufstellen? Nein, dann rutscht sie runter. Okay. Was aber eventuell geht, das ist, wenn er sich hier dran hängt. Mit, hier dran. Geht das runter. Kann ich denn hier... Kann ich die beiden denn so hinstellen, dass hier schon mal so ein Weg entsteht? Erst einmal los. Geht das denn? Ich bräuchte eigentlich nur in Anführungszeichen, vielleicht hier drüben schon. Ah, nein, also hier auf jeden Fall nicht. Ich müsste irgendwie eine Möglichkeit haben, hier einen Weg entstehen. Oh, natürlich, Moment, klar, Idee. So. Dann rutscht sie nicht durch. Hier drauf. Er hängt sich hier dran. Sie springt hier rüber und fällt nicht runter. Er kann das hier holen. Und sie ist hier drauf. Er lässt wieder los. Und sie hat einen Schal. They wondered again if perhaps the ore and the staffs could not simply shape the barrier between them, but remove it entirely. What could they accomplish then? Das... Ich wollte gerade sagen, das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber doch, bei den beiden will ich mir das vorstellen. Die sind von Grund auf gut, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen auch nur eine böse Tat jemals in seinem Leben begangen haben könnte. Warte mal, was ist da drüben? Waren wir hier schon? Ah ja, das war richtig. Ja, da sind wir schon gewesen. Ich habe ihn vorwärts laufen lassen. War ich jetzt hier oben schon? Oh je, geht's hier weit hoch. Okay. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, war ich hier schon? It seemed as if the structure had been meant as some great cage, now broken open. Ein großer Käfig. Guck mal, da ist es ja schon. Die Frage ist, wie wir da drankommen. Warte. So. Oh. Der Baumstamm. Ah, natürlich, da ist wieder so ein Knoten. Okay. Okay, also so schon mal nicht. Das ist gut zu wissen, oder auch nicht. Aber da drüben ist ein Seil. Schaffe ich es vielleicht irgendwie, dass ihr an das Seil rankommt, meine beiden Lieben hier? Geht das? Das müsste doch gehen. Das müsste auf jeden Fall gehen. Okay, das ist noch zu steil. Das könnte eventuell schon reichen. Jawohl. Dann kommt sie zumindest nach hier oben. Und da ist auch ein Seil. Die Frage ist jetzt, wie ich... Warte mal, ist das nicht total... Ach, okay, verstehe.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht total nutzlos, weil sie das sowieso hier schon. Okay. Weil sie sowieso hier schon. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir das hier jetzt am besten machen. Tja, da können wir jetzt eine Barriere machen. Wie kriege ich denn. Ich glaube, sie muss hier irgendwie nach oben, aber. Moment, so vielleicht. So, da müsste sie doch theoretisch hier durchlaufen können, oder? Hier durch? Ja, das funktioniert sehr gut. Und jetzt müsste sie eigentlich, wenn wir die beiden richtig stellen, müsste er doch... Nee, so stimmt schon mal nicht. Sie kann hier drüben aber raus. Ah, Moment. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn sie hier ist, dann müssten wir sie doch eigentlich so hinbekommen, dass sie hier drüber kann. Oder auch nicht. Ah, doch, natürlich. Natürlich. So, vielleicht. Mist. Das war jetzt doof. Das war echt doof gerade. Also nochmal alles. Nee. Ich bin manchmal zu ungeschickt. Ich denke, es ist egal, wen wir da hochschicken. Also darf diesmal Rhyme sein Glück versuchen. Hier rüber. Dann geht er hier drüben an das Seil. Und Ember darf dafür sorgen, dass er hier in die Mitte kann. Erstmal müssen wir hier anfangen. So, denke ich, geht das. Dann kommt er hier durch und kann nach hier oben. Und wenn wir jetzt hier eine Verbindung, eine Gerade machen, müsste das doch eigentlich... Passt er da durch? Bitte passt er durch? Nein, er passt nicht durch. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Wenn sie genau so stehen, reicht es dann? Ist er da? Ja, jetzt reicht's. Perfekt. Gut. Dann haben wir das ja soweit. Und er kommt jetzt nicht hier drüber. Okay. Kein Problem, glaube ich. Wir müssen ja nur bis zum nächsten Schal kommen. Ich habe nur leider auch nicht drauf geachtet, ob jetzt auf der anderen Seite... ob es da noch weitergeht. Jetzt muss ich das einmal ganz kurz nachsehen. Ob wir da überhaupt rechts weiterkommen oder ob wir dann wieder auf eine andere Ebene zurück müssen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, hier kommen wir einfach gar nicht mehr weiter. Das heißt aber, ich müsste eigentlich mit dem Wegeschrein, der hier drüben direkt ist, da oben, das Seil zurück, damit müsste ich vermutlich an den nächsten Schal kommen, oder? Zumindest kann ich gucken, vielleicht, wo er ist. Der müsste auf derselben Höhe sein. Das heißt, ich benutze einfach mal das hier. Und gucke, wo es uns hinführt. Das war hier unten. Dann machen wir mal dasselbe mit Rhyme. Wenn ich jetzt irgendeinen Schal auslasse, dann gucke ich einfach am Schluss nochmal, wo der ist. Aber das schaffen wir schon irgendwie. The tunnels went deep indeed, but the miners seemed to have been balanced, wanting not to collapse the ground above, but supporting it instead. Faszinierend. Oh, wir sind so nah dran an den beiden wie selten. Ich finde das total schön. Ich mag die beiden. Ich wünschte, wir könnten manchmal so ein bisschen reinzoomen, einfach um sie besser zu sehen. So, aber erstmal müssen wir schauen, wo uns unser Weg hinführt. War ich hier unten schon? Nein. All cables disused. The mining forgotten. The platforms looked as if they could move, but hadn't in some time. Okay, verstehe. Sie kann da hoch.
Was passiert, wenn ich das jetzt... Ah, dann ist hier dieses Ding. Okay, dann kann er jetzt da hoch, denke ich. Aber wir kriegen ihn nicht... Okay, ich schätze, ich muss sie genau andersrum hinstellen. Sie muss hier rüber. Und er muss sie nach oben ziehen. Nehme ich an. Wenn er loslässt, geht das wieder weg, oder? Ja, leider. Oh, aber natürlich, Moment. Das geht natürlich, wenn ich hier... Nee, geht nicht. Machen wir das denn jetzt wieder? Immer diese schwierigen Rätsel, die ich nicht löse. Okay, lass mal sehen. Wenn ich sie nach oben bekomme, oder ihn, alternativ. Das Problem ist, ich kriege sie nicht weit genug nach links. Das heißt, sie muss irgendwie da hoch. Aber wie? Jetzt gleich wieder nach. Ich versuche mal die beiden auszutauschen. So. Ich versuche es doch nochmal so, wie es einfacher ist. So kriege ich ihn hier auf jeden Fall darüber. Die Frage ist natürlich nur, wie ich jetzt... Da oben ist halt auch ein Balken im Weg. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie diesen Fahrstuhl nach oben bekomme, ich kriege den Balken nicht weg. Ich schätze, das obere Seil an diesem Zahnrad, Rad, Flaschenzug, was auch immer es ist, ich schätze mal, das ist dafür verantwortlich, dass ich das Ding tatsächlich bewegen könnte. Ja, das würde gehen, denn wenn ich jetzt hier bin, ich komme ja da nicht ran. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich dieses Ding jetzt nicht will. Ich denke tatsächlich, ich muss es irgendwie schaffen, dass Amber hier drüben hochkommt. Amber muss irgendwie... Muss hier irgendwie rüber. Ich kann zwar dafür sorgen, dass das hier nach unten geht, aber sie kommt dann ja nicht da hoch. Das ist das Doofe da dran. Und wenn ich eine Brücke eventuell, aber dann bringt das ja auch nichts, weil sie... Also wenn ich einen hier oben hinstelle und den anderen hier unten, dann können wir eine relativ ebene... Eine relativ ebene Linie hier bilden. Das Problem ist... Wobei, das... Moment. Er kann es jetzt hochlassen, aber es bringt weiter nichts, weil sie dann immer noch... Sie kann jetzt zwar hier drauf... Kann sie nicht? Komm, das muss doch gehen. Komm schon, du kommst da doch sicher hoch. Also in der Theorie könnte sie vermutlich da drauf. So. Okay, ich glaube, ich habe das. Allerdings würde ich das auf nächstes Mal verschieben, weil das wieder so eine Timing-Sache ist und ich glaube, ich kriege das nicht hin. Aber wenn wir das so machen, dass sie wirklich hier diese Linie, dieses Ding bilden, hier diesen Weg. Das schirmt ja auch ihre Kräfte ab. Das heißt, ich muss sie... nein, Entschuldigung. So. Er kann jetzt los... Nee, er kann noch nicht loslassen. Er muss sich daran festhalten. Aber wenn ich auf... Okay, so, jetzt haben wir da. Vielleicht mache ich es auch doch noch dieses Mal. Genau, und jetzt ist hier drüben offen. Das heißt, ich muss nur noch dafür sorgen, dass die beiden
jetzt hier die passende Verbindung hinbekommen. Und ich weiß noch nicht, wie die geht, aber ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Schwierig, schwierig. Ach Mann. Denn wenn ich jetzt hier zumache, dann kommt er ja nicht mehr nach oben an dieses Ding ran. Ah, Mano. Ja, wir lösen dieses Rätsel einfach das nächste Mal, aber ich glaube, wir sind schon auf einem. Oh, natürlich, warte mal, vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht. Nee, kann sie nicht sein. Kann sie absolut nicht sein. Sie darf nicht oben an dem Seil hängen. Das ist das Erste. Sie darf nicht oben an dem Seil hängen. Er darf nicht an dem Seil hängen. Vielleicht würde es gehen, wenn sie das hier so machen. Aber dann kommt sie dummerweise ja auch nicht mehr wieder zurück. Ich finde eine Lösung dafür, aber wir gucken da das nächste Mal danach. Ich glaube, sie stehen schon richtig soweit. Ich muss nur noch den letzten Schritt verstehen, wie wir dann an den Schal rankommen. Denn wenn er oben stehen würde, würde er sehr wahrscheinlich diese Lampe nicht leuchten. Beziehungsweise ich müsste Ember sehr weit nach rechts stellen, damit. Nee. Gar nicht. Es muss so stimmen. Es muss stimmen, dass sie oben ist, denn sonst kämen wir nicht an dieses Seil ran. Und nur wenn ich an dieses Seil rankomme, kann ich dafür sorgen, dass mir den Schal von dem unteren Ding hier aus erreicht. Das Problem ist jetzt, dass der Weg, dass dieser Balken jetzt wieder nach unten müsste. Denn nur so kommt er auf den Balken und kann dann letztlich da nach oben. Und wie wir das hinbekommen, das schauen wir dann das nächste Mal. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag und dann bis zum nächsten Mal bei Degrees of Separation. Bis dahin also. Bye bye.